1. Wir fahren jetzt durch den Hafen von Hamburg. 12.000 Schiffe kommen pro Jahr nach Hamburg. Die Schiffe fahren in 900 Städte, in 175 Länder. Der Hafen ist über 72 Quadratkilometer groß. 2. Auf Gleis 3 bitte zurückbleiben, der Zug fährt ab. 720 Züge fahren pro Tag von Hamburg in andere Städte. In 8 Stunden nach Warschau, in 6 Stunden nach München, in 5 Stunden nach Kopenhagen, in 2 Stunden nach Berlin. 450.000 Personen benutzen den Bahnhof. 3. Willkommen im Rathaus von Hamburg. Das Rathaus ist über 120 Jahre alt. Das Rathaus ist 111 Meter breit, der Turm ist 112 Meter hoch. Im Rathaus gibt es 647 Räume. 4. Die Kirche St. Michaelis ist das Symbol von Hamburg. In Hamburg sagt man kurz der Michel. Hier ist Platz für 2500 Menschen. Der Turm ist 132 Meter hoch. In 82 Metern Höhe ist eine Plattform. 5. Das Konzert beginnt in 5 Minuten. Das ist der neue Star von Hamburg, die Elbphilharmonie. Ein paar Zahlen. 4,5 Millionen Besucher und 600 Konzerte im Jahr 2017. Wir fahren jetzt hinauf zur Plaza. Guten Tag. Zum Hotel Michel, bitte. Moin. Hotel Michel, okay. Kennen Sie Hamburg? Nein. Na, das ist der Bahnhof. Ah, ja. Und das hier rechts ist die Kunsthalle. Das ist ein Museum. Interessant. Und wie heißt der See? See? Das ist kein See, das ist ein Fluss. Der Fluss heißt Alster. Ach so. Und was ist das? Ist das eine Kirche? Nein, das ist das Rathaus. Ah, ja. Hier ist eine Kirche. Das ist die Michaeliskirche. Wir sagen der Michel. Ah, sehr schön. Und da ist auch schon das Hotel. Das macht dann 13,70 Euro, bitte. Gut gesagt. Grüßen. Moin. Grüß Gott. Grüezi. A oder A. Alt. Jahr. Hafen. Star. Lang. Fahren. Mann. E oder Ä. 10. Weg. See. Gern. 11. Herr. Sehr. I oder I. Schiff. Mitte. 7. Kirche. Wie. Bitte. Hier. O oder O. Hoch. Kosten. Von. Pro. Sonntag. Ort. Montag. U oder U. Fluss. Gut. Turm. Zug. Stunde. Buch. Fußball.
alt. Jahr, Hafen, Star, lang, fahren, Mann. 10. Weg, See, gern. 11. Herr, sehr, Schiff, Mitte, 7, Kirche, wie, bitte, hier, hoch, kosten, von, pro, Sonntag, Ort, Montag, Fluss, gut, Turm, Zug, Stunde, Buch, Fußball. 1. Entschuldigung, wo ist das Theater? Sie suchen das Thalia-Theater? Ja. Das ist ganz einfach. Gehen Sie links. Sie kommen zu einer Straße. Sie heißt Alstertor. Da gehen Sie links und immer geradeaus. Da kommen Sie direkt zum Theater. Also links bis Alstertor, dort links und dann immer geradeaus. Ja, genau. Vielen Dank. Bitte, gern. 2. Entschuldigung, wo ist bitte die U-Bahn? Das ist ganz einfach. Gehen Sie rechts, da ist die Heinestraße. Gehen Sie rechts und dann gleich links. Da ist die U-Bahn. Also rechts bis Heinestraße und wieder rechts. Und dann links. Ja. Danke. Bitte gern. 3. Entschuldigung, wo ist das Hotel Linde? Gehen Sie immer geradeaus. Da ist die Marktstraße. Gehen Sie rechts, da ist das Hotel Linde. Ist das weit? Nein, 5 Minuten. Vielen Dank. Bitte gern. Das Theater, das Festival, das Orchester, der Chor, das Konzert, der Film, das Publikum. 1. Hallo, hier ist Radio Alster Piraten. Unser Thema heute ist Jahreszeiten und Hobbys. Was machen Sie gern in welcher Jahreszeit? Rufen Sie an. Die Nummer ist 0800 33 44 55. Da ist schon der erste Anrufer. Hallo. Also, ich schwimme im Sommer sehr oft. Ich wohne direkt an der Alster und ich schwimme jeden Tag nach der Arbeit, am Abend und am Wochenende auch. 2. Und Sie, Frau Wagner, was machen Sie wann? Also im April oder Mai fahre ich gern mit dem Fahrrad. Da ist es warm und schön. Da machen meine Freundin und ich eine Woche Urlaub und fahren jeden Tag. Sport ist einfach mein Hobby. 3. Und jetzt ein Herr aus Barmbek. Was machen Sie wann? Ja, hallo, hier ist Gernot aus Barmbek. Meine Frau und ich reisen viel. Im Herbst ist das super. Es ist noch warm und es kommen weniger Touristen. Wir reisen gern. Wir sehen gern andere Städte, auch in Deutschland. Im Oktober fahren wir nach Leipzig und Dresden und dann im November nach Brüssel.
Wir kennen auch Paris und Amsterdam. 4. Frau Riesch aus Altenwerder ruft an. Hallo, Frau Riesch. Hallo, meine Jahreszeit ist der Winter. Ich gehe oft spazieren und ich gehe gerne ins Museum, besonders im Winter. In Hamburg sind so viele Museen, das ist einfach super. Draußen ist es kalt und drinnen ist es warm.